Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video. Heute mit Rin und Trance. Ich hoffe, dass es Trance heißt. Tut mir leid, wenn nicht. Produziert bei Alexis Troy. Alexis Troy und Rin, zwei Typen, die eigentlich sehr gut, wenn es denn zwei Typen sind. Sollte aber so sein. Zwei Artisten, die sehr gut harmonieren. Wobei der andere ja einfach ein Producer ist, aber trotzdem ein Artist. Ist mir scheißegal, wer was anderes behauptet. Producer machen mit den Sänger. Ein Producer macht richtig viel für einen Song. Wer das nicht appreciated, ist mir egal. Quatsch mich nicht voll. Ist eines der letzten Songs, die Rin, glaube ich, rausgehauen hat. Ich habe eine Zeit lang sehr viel Rin gehört. Jetzt einfach irgendwie ist es auch ruhig geworden um ihn, glaube ich, so. Oder auch hab nicht mehr viel gehört davon. Oder bin auf eine andere Schiene gekommen. Ist auch scheißegal. Denn wir hören uns den Song jetzt an und mal schauen, ob vielleicht sogar noch mehr Rin-Content kommt. Go. Nach dem Release von Kleinstadt. Siehst du, Kleinstadt habe ich noch nicht mal gehört. Habe ich noch nicht mal gehört. Eieieiei. Die Ruhe genutzt, um sich zu erholen. That's what happened. Ah ja. Wollen wir mal gucken. 100% ist er in irgendein Dorf gefahren und hat sich da irgendwie an einen Garten gesetzt. This is the world that you know. Ich frag mich, komm ich jemals raus? Seit dem Tag, an dem ich fliege, fühle ich mich down. Ich finde keine Ruhe in meinem Haus. Zwischen Dunkelheit und dem Applaus. Sag mir nicht, dass es vorbeigeht. Ich hör dich nur ganz leise. Seitdem ich nie Zeit hab, fühle ich mich immer einsam. Hey, wow. Wow, hey, das hört sich gerade voll anders an, als was ich erwartet habe. Okay. Stimme geil. Der Bass gerade, wie der auf einmal reinkommt aus dem Nichts. Und wo Geil. bist du? Und wo bist du? Sag, wo bist du? Hä? Hä? Ich glaube, ich muss mir wirklich Kleinstadt anhören. Hä? Der Rhythmus ist doch ganz anders. Der hört sich an wie ein Popstar auf einmal, anstatt wie seinen anderen Songs. Hä? Ich schrieb nicht aus Liebe, ich schrieb nicht aus Hass, ich schrieb aus der Not. Denn wäre aus mir nichts geworden, dann hätten die Eltern kein Brot. Niemals. Zwischen Perspektivlosigkeit meiner Gegend und der Bauch voller Angst. Angst. Habe ich mit Hilfe all meiner Leute noch alles geschafft. Aber man muss ehrlich sagen, ne? Wenn man den Beat hört und wenn Rin anfängt zu rappen und da diesen Flow von diesem Rap hat, wie in diesem Rap hat. Schande über mein Haupt, aber es hört sich ein bisschen an wie Luciano. So, Luciano hat das für mich auf jeden Fall so geprägt, diesen Sound. So, dieses Beton auf das letzte Wort. Und dann schallert dieser Bass da rein. Jetzt fahr ich die gleichen Straßen Hammer. hoch mit Koffer voll Trotzdem geil, trotzdem geil, trotzdem geil. Geld. Jetzt bin ich gestresst und seh die Welt durch meine Benz. Ja, ich erzähl dir von den Klischees, als wäre ich Drake. Doch die Medaille hat Seiten, die Leute meist leider nicht sehen. Ich frag mich, komm ich jemals raus? Seit dem Tag, an dem ich fliege, fühle ich mich down. Ich finde keine Ruhe in meinem Haus. Zwischen Dunkelheit und dem Applaus. Sag mir nicht, dass es vorbeigeht. Ich finde diese Snare ist immer so geil, ne? Da muss ich mir nochmal anhören, ich finde das immer geil ist. Das jetzt. Sag mir nicht, dass es vorbeigeht. Ich hör dich nur Oh, ganz geil. leise. Doch seitdem ich die Zeit hab, fühle ich mich immer einsam. Okay. Ich frag mich, komm ich jemals raus? Seit dem Tag, ich liebe auch seine Adlibs, ne? Oh, Junge. Ja. fühle ich mich down. Ich finde keine Ruhe in meinem Haus. Zwischen Dunkelheit und dem Applaus. Sag mir nicht, dass es vorbeigeht. Ich hör dich nur ganz leise. Seitdem ich nie Zeit hab, fühle ich mich immer einsam. Und wo bist du? Und wo bist du? Sag, wo bist du? Ah,
geiles Teil, hä? Okay, wahrscheinlich muss ich mir doch Kleinstadt anhören. Halleluja, hä? Also, wie gesagt, Beat ist geil. Beat ist hammergeil. Also gerade die Snares hat mich sowieso gepusht, aber die anderen Sachen auch. Hört sich richtig geil an, seine Stimme sowieso wieder geil. Ja, doch, die Stimme einfach geil. Eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen, aber da fiel mir ein, dass der Rap-Part ja eigentlich ganz geil kam mit dem Bass. Das muss ich aber auch dazu sagen. So ist die Rap-Stimme, oder ja, die Rap-Stimme plus wie er gerappt hat, geil, wenn du so einen Beat hast. Bei einem anderen Beat hätte ich gesagt, ja, okay, hört sich scheiße an. So, und das ist nämlich die Sache, die ich ab und zu einfach finde. Producer retten manchmal auch den Song einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt ist oder ob der Producer nachher gesagt hat, ey, wir machen das so und so. Aber am Ende hört es sich einfach geil an. Mm. Ja, und dieser Popstar, das nehme ich wieder zurück, das hört sich nämlich einfach nur geil an. War ein richtig geiler Song. Und ja, mal schauen, ob ich auf Kleinstadt reagieren werde. Und könnt ihr ja drunter schreiben, ob ich das mal soll. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt, ich bin noch unschlüssig. Ja, vielleicht sieht man sich bei einem nächsten Rin-Video oder bei einer anderen Reaction. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.